Wo war er im Dezember? Egal, er ist wieder da. Nexttown. Das allseits beliebte Kaviar-Häppchen. Tino, auf die Bühne! Ich habe einen neuen Hut. Ja, mir ist aufgefallen, vorhin, als ich meinen Text durchgegangen bin, ich habe ein Gedicht geschrieben für Bremen. Und das habe ich euch viel zu lange vorenthalten. Das heißt Tiefkühltruhe. Wenn Kinder zu laut sind, pack sie in die Tiefkühltruhe. Wenn die voll ist, braucht sie weniger Energie, du hast deine Ruhe. Hat dein Blag nur Unsinn im Kopf, du kannst dir aber keine Truhe leisten, dann tut's auch der Blumentopf. Kevin oder Jacques Schwien, gefroren, gepflanzt oder zerstückelt oder einfach nur in Zeitung eingewickelt. Pass nur auf, dass es nicht stinkt, die Nachbarn könnten was merken. Es gibt für alles eine Lösung, hast du nur eine entsprechend große Tiefkühltruhe. Danke. Ja. Ich muss aber die Wünsche von meinen Slammer-Kollegen erfüllen. Halt dich ran, die Zeit ist knapp. Das ist ein 3-Minuten-Text, das geht wohl. Deshalb bringe ich jetzt einen Text, der. Der heißt Wurstbrot. Ich bin Künstler und ich habe einen Plan. Ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir ein großes, ein riesiges, ein gigantisches Senfglas. Ein Senfglas, in dem man den schärfsten Senf eingesperrt werden musste, weil sonst die schlimmsten Höllenfeuer über die Erde hereinbrechen würden. In der Kasse bemerkt die Verkäuferin, das ist aber ein großes Senfglas. Das ist bestimmt Poetry Slammer. Nein, ich bin Künstler und ich habe einen Plan. Danach gehe ich zu Burger King. Als ich die Tür aufmache, steht ein Ebu dahinter. Ich erwische ihn voll Breitseite mit dem Türgriff und er geht mit Nasenblut zu Boden. Ich gehe zum Bestellschalter. Hallo, herzlich willkommen bei Burger King. Ihre Bestellung bitte. Ich hätte gerne einen Burger, der so lecker ist, dass somalische Flüchtlingskinder auf der Stelle sterben würden, nur um ihn sehen zu dürfen. Einen großen, einen riesigen, einen giganten. Ah, ich verstehe schon. Wir haben da diesen unten ab den neuen Poetry Slam Burger im Angebot mit Menü. Was möchten Sie dazu für ein Getränk? 5 Minuten später sitze ich an einem Tisch vor einem 8-lagigen Burger mit extra Speck und extra Käse. Das Ganze spüle ich mit 3 Litern Sprite runter. Ein weiteres Puzzlestück in meinem Plan. Ich gehe nach Hause, hole den selten benutzten Putzeimer aus der Ecke und fülle den Senf aus dem großen, riesigen, gigantischen Senfglas um. Danach warte ich, bis die Verdauung meines Burgers einsetzt. Dann setze ich mich auf das große, riesige, gigantische Senfglas und fülle es randvoll mit meinem braunen Verdauungsejakulat. Dann stelle ich das Glas in den Kühlschrank. Wegen der großen Anstrengung bin ich sehr erschöpft und lege mich schlafen. Am nächsten Tag setze ich meinen Plan fort, stehe auf, gehe zum Bäcker, baue mich vor der Theke auf und sage: Lieber Bäckersmann, backe mir doch bitte ein Brot, das so geilvoll ist, dass man damit der Welthunger stehen kann. Ein Brot, von dem man sich eine Scheibe abschießen muss, weil alles andere daran zerbricht. Ein Brot, mit dem man sich benachteiligte Kinder auf dem Schulhof wehren können. Ein Brot. Ja, schon verstanden. Ich kenn das ja mit euch Poeten. Also ein Brot wie Slammer Roggen. Geschossen oder am Stück. Was sonst noch was sein? Ich brauche das für meinen Plan, ich bin Künstler. Aber sicher doch. Das werdet ihr doch alle gern. Ich ärgere mich über seine allzu leichtfertige Aussage, lasse mich aber nicht beirren, bezahle das Brot und mache mich wieder auf den Heimweg. Dort angekommen, hole ich zuerst das gefüllte Senfglas aus dem Kühlschrank. Dann nehme ich die Black Card aus meinem Portemonnaie. Als nächstes schieße ich mir eine Scheibe von dem Brot ab. Tunke die Black Card in das Senfglas und beschmiere das Brot großzügig damit, als wäre es Nutella. Ich beiße in mein Brot. Schmeckt recht herb. Und lustig im Abgang. Also eher lustig. Trotzdem ein echtes Kaviar-Häppchen. Für einen kurzen Moment muss ich das Würgen unterdrücken. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Mein Plan ist an einem kritischen Punkt angelangt. Heute Abend ist Poetry Slam. Mein Magen ist eine tickende Zeitbombe.
stelle mich auf die Bühne, kündige meinen Text mit avantgardistischen Kunstausdrücken Poetry Slam an und kotze 3 Minuten lang auf die Bühne und das Publikum. Der Geruch von Magensäure und Scheiße mischt sich im Raum. Das Publikum applaudiert. Danke. Alte Texte.